Springen, Laufen, Werfen. Ein Sportfest für die Schüler. Am Mittwoch, dem 5. Juni, fand auf dem Sportplatz am Moorberg in Quedlinburg das 64. Sportfest der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen statt. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung vom regionalen Förderzentrum David-Sachs-Schule Quedlinburg und zog etwa 150 Sportlerinnen und Sportler aus dem Harzkreis, dem Bördekreis und dem Salzlandkreis an. Das Fest begann um 9 Uhr mit einem feierlichen Einmarsch der teilnehmenden Schulmannschaften. Die Schulleiterin der David-Sachs-Schule, Simone Ernst, und Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch eröffneten die Veranstaltung offiziell. In ihren Ansprachen hoben sie die Bedeutung des Sportfests hervor, nicht nur als sportlichen Wettbewerb, sondern auch als Möglichkeit zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls. Neben Spaß am Sport fördern wir auch den Leistungsgedanken. Es werden die leichtathletischen Disziplinen, Kugelstoßen, Weitsprung, Schlagball und je nach Altersklasse die Laufstrecke 75 und 100 Meter Lauf. Highlight des Sportfests wird die sogenannte Schulstaffel sein. Die David-Sachs-Schule als Gastgeber war 5-mal Titelverteidiger und hat leider im Jahr 2023 den Pokal an einen anderen sportlichen Teilnehmer abgeben müssen. Wir wettstreiten mit den Schulen darum, wer in der Schulstaffel 8-mal 200 Meter dann entsprechender Sieger wird und den Pokal des Landrates gewinnt. Bei den Schulstaffeln, dem Highlight des Sportfests, traten die Teams auf der Strecke gegeneinander an. Dieser Wettbewerb war nicht nur ein Test der individuellen Fähigkeiten der Sportler, sondern auch ihrer Teamarbeit und Koordination. Die Atmosphäre war besonders spannend, da die Zuschauer ihre Teams lautstark anfeuerten und es zu packenden Duellen auf der Strecke kam. Dieses Sportfest findet jedes Jahr hier in der Welterbestadt Quedlinburg statt, weil die Förderschulen im Harzkreis sich darauf verständigt haben, dass jede Schule ein sportliches Highlight im Kalenderjahr ausrichtet. Die Siegerehrungen fanden um 12.30 Uhr statt, wobei auch schon zwischendurch einige Ehrungen vorgenommen wurden. Die Freude und der Stolz der Gewinner waren deutlich zu sehen, als sie ihre Medaillen und Urkunden entgegennahmen. Die Ehrungen würdigten nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern auch den Einsatz und die Anstrengungen aller Teilnehmer. Das 64. Sportfest der Förderschulen war ein großer Erfolg. Es bot den Sportlerinnen und Sportlern eine Plattform, um ihre Fähigkeiten zu zeigen und sich mit anderen zu messen. Gleichzeitig förderte die Veranstaltung das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt unter den teilnehmenden Schulen und deren Schülern. Der Einsatz und die Begeisterung der Sportler sowie die Unterstützung durch Lehrer, Eltern und Betreuer trugen dazu bei, dass dieser Tag für alle Beteiligten in guter Erinnerung blieb.